Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir sind wieder unterwegs in Demon Masters Online auf dem Server. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Krummel, Rammel, Rummel, Bummel, Wummel. Wir loggen jetzt hier aus. Wir machen jetzt endlich mal, endlich, mit der Quest weiter. Und zwar, wie ihr schön seht, ist das hier aktuell mein bester Smiley. Warum auch immer der so komisch... Ich weiß, ist, Digimon hat ja so das eine. Es ist ja mein schönstes. Als kleines Rugi. Wenn ich den jetzt aber digitieren lasse, ist das ein hässliches sechsbeiniges Pferd. Und das ist bei dem Smiley genau umgekehrt. Der Smiley sieht als Rugi aus. Und der kann zu... Digitier zu Mechanorimon. Ja. Okay, da ist es auch noch eine wandelnde Mülltonne. Aber spätestens bei Mechadramon sieht er doch ganz ordentlich aus. Und ihr seht auch schon, wo, in welche Richtung es geht. In so einen Agumon-Verschnitt. Der Muggendramon ist overpowered gegenüber den anderen normalen Megaklassen. Weil er zwei Angriffe hat, die eigentlich nicht so stark sein dürften. Ich kann euch das kurz mal eben zeigen. Er hat hier die Kanone, die macht 7000 mit 8 Sekunden Cooldown. Und er hat hier den Booster Claw mit 2375, die ich wahrscheinlich besser eher gelevelt hätte. Und ich habe auch geguckt, der Schaden stimmt auch. Dementsprechend hat er hier 1375. Ich meine, okay, da sind das Upgrade ein bisschen was gemacht, aber er hat 1040 schon basismäßig. Und wenn ich dann zum Beispiel hier in den Burst Mode wechsle, ist er wieder schwächer. Das heißt, das hier ist die günstigste, stärkste Mega Variante. Günstig ist natürlich hier mit dem Balken, dass er nicht so schnell abnimmt. Und ja, ist... Im Wiki steht es anders. Im Wiki wäre er scheiße in der Stufe. Und ja, ist halt so. Er muss sich der Entwickler drum kümmern. Wenn er das nicht macht, dann nutzen wir es halt aus. Dementsprechend haben wir mittlerweile schon mehr. Das ist dasselbe wie mit dem Starmon, dass der ja direkt schon hier im Standardmodus hier die beiden Tausender Damage Dinger, der ist ja als Champion Standard, ja. Der kann ja kein Rookie werden. Fängt ja an mit Rookie, Champion, Ultimate, Mega, Burst Mode. Ja, ihr seht, das ist mein Start, Digimon. Ja, ich habe damit alles gemacht, alles. Ja, den brauchst du gar nicht mehr weiterzuentwickeln. Der ist so stark schon. Der macht seine 262 Damage, hat seine 117 Verteidigung. Okay, da ist er natürlich jetzt 21, ja. Ich bin natürlich dafür ausgelegt. Und, na gut, er hat nicht viele Lebenspunkte, aber man sieht es hier auch schon. Er hat eine extrem hohe Attack-Geschwindigkeit. Hier steht auch in Klammern hinter, Sekunden. Das heißt, der braucht 0,8 Sekunden für einen Schlag. Ja, das ist nicht mal mehr für einen Bot zu schaffen. Das heißt, man drückt Tab 1. Ja, Tab 1, Tab 1. Tab 1, Tab 1, Tab 1. Ah, guck, da kommt der Computer schon nicht mehr hinterher. Ja, der Kleine mit ein bisschen was überlebt. 15 Lebenspunkte. Sehr schön. Ja. Und dementsprechend... Oh komm, nehme Beast Eye mit. Und dementsprechend... Oh, wir können alles mal nehmen. Fertig. Dementsprechend ist der einfach der Schnellste zum Damage machen. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, bei Kudamon ist ja im Start, wo haben wir den denn, hier, da, im Start ein Rookie. Ja, als Champion wäre das schon echt nice, das wäre richtig über. Er ist aber leider nur ein Rookie. Die Stats passen aber trotzdem, aber er ist langsamer. Er braucht halt doppelt so lange. Und dann ist mir aufgefallen, hier an dem Skill steht, habe ich den hier gemacht, auf 6, hier an dem Skill steht 130 plus 149, 149 natürlich vom Ring, okay, macht 270. Und
Wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Ding normal wegschlage, sind das 2, 4, 6, 8, 800 Damage braucht das Arena-Mon. Ja. Und da hinten müsste, glaube ich, auch noch eins rumlaufen, oder? Also hier ist schlecht, dass ich jetzt den als Beispiel genommen habe. Nehmen wir mal hier den als Beispiel, den Garurumon. Also wenn ich jetzt anschlage, waren das 300 plus 250 sind 550. 200 plus 350, ja. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel den F1 benutze, der eigentlich nur 150, maximal 280 Damage machen sollte, pass mal auf. Verrückt. Instant tot. Kann ja wohl gar nicht sein. Er dürfte ja eigentlich nur halb so stark sein. Und das ist mir aufgefallen. Und dann dachte ich so, hä? Und dann bin ich zu Stärkeren gegangen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wenn der hier 2, 4, 6, 800 Damage bekommt und dann erst stirbt, dass da ja irgendwas nicht stimmen kann. Und dann habe ich den Skill benutzt und pass mal auf, fast tot. Das heißt, habt ihr gesehen, der letzte Schlag waren 95. Das heißt, er macht 700 Damage mit dem Skill für 8 DS. Tja, dementsprechend hat er auch eine wirklich sehr gute, sehr guten Angriff. Also 3 Sekunden Cooldown mit 800, mit 700 Angriff. Er ist ja nicht gelevelt. Wahrscheinlich dann 800 oder 900. Ah, ist schon sehr nice. Okay, das wollte ich nur mal so zum Sonntag so, ne, mal abgeben. Wir machen jetzt, wow, nehmen wir den Kleinen einfach mit, oder? Hm. Ja. Wir machen jetzt hier die Quest. Neos Popularität. Können wir direkt wieder instant abgeben. Das ist wohl hier nur eine Redegeschichte, Labergeschichte. Man muss alles annehmen, damit man hier immer regelmäßig die Ausrufezeichen kriegt. Ja, die anderen habe ich im Lager drin. Was will er damit? Ich sehe nicht was. Da, Keramon und Rysalimon. Gut. You obtain. Finde ich gut. Ich tapp oft einfach nur die ganzen Monster durch. Das ist, wenn ich die alle anhitte und hier ein Bot steht, dann hat man sie meistens auch direkt alle gekillt, weil der Bot einfach zu den Viechern rennt und ja. Sammeln das Zeug natürlich alles ein. Das hier ist eine der besten Level-Ecken, weil die Eier einfach übelst viel geben. Hier von Keramon, die geben 350. Dann droppen die echt wirklich super gut. Grüne Eier und normale Digi-Eggs und ja. Wollen noch Keramon noch eins. Unter anderem droppen die wirklich viele Demon-Eier zum Hatchen. Gibt es da noch irgendwo eine Nachricht? Nö. Da muss ich wohl ins Lager. Ja, so sieht das hier aus. Deswegen sind auch hier immer die ganzen Leute, egal mit welchem Level, ja, die ganzen Bots, die farmen hier. Im Endeffekt müsst ihr permanent in GM stehen. Ich habe die Startquest beim Agumon. Der ist ja Level 1. Der gibt ja nichts außer das Quest-Item hier, so ein Virus hier. Habe ich 1800 Stück von gesammelt. Und bei dem Mob sieht man ja immer, wann die Bots kommen. Und die Bots, man merkt ja immer, ein Spieler rennt hin und denkt. Ja, du denkst ja dann, Tab 1, ist er getötet? Quest lesen, ja, ist er, weg. Und der Bot, der rennt hin, Sekunde, zurück. In der Zeit schlägt der Mob noch und er läuft schon wieder zurück. Und das sieht man einfach bei so vielen, dass das einfach so ein das ist ja ein Skript, ne? Der läuft ja dahin. Bom, 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 wieder weg. So. Ja, ich muss Level 50 werden. Ich brauche nämlich Demon-Archive, weil ich habe noch ein Impmon 55-Ei im Lager. Deswegen sammle ich auch keine Viren mehr. Dieses Event jetzt hier, das war jetzt das Event für... Wieso brennt denn der Kaffee auf der Zunge? Fühlt sich an, als wäre da Chili drin. Boah. Also ich habe an meiner Zunge irgendwie was Komisches. Ich war ja beim Zahnarzt so oft das letzte Jahr. Und da war ein
Ein Vorfall, da hat die irgendwie mit einer glühenden Nadel in meine Zunge gestochen. Aus Versehen natürlich, ne? Aber das war dann natürlich verbrannt. Die haben mit dem Bunsenbrenner die Nadel heiß gemacht und hat dann irgendwie den Kleber da von der Krone oder so hat die dann entfernt, der irgendwie zu viel war oder so. Oder von der Füllung und war dann irgendwie immer im Zahnzwischenraum. Das merkst du selber nicht. Wenn das verbrannt ist, dann ist das ist dann ja weg. Ja, im Zahnzwischenraum. Aber, oder es war, sie hat dann auch immer wieder heiß, kalt, heiß, kalt, heiß, kalt. Ich weiß nicht, ob das Sensitivierung ist oder so. Oh, die kenne ich auch gar nicht da unten. Und auf jeden Fall hat die mir voll in die Zunge gestochen. Seitdem habe ich immer wieder irgendwelche komischen Sachen auf der Zunge. Fühlt sich mal immer wieder komisch an. Ja. Gut. Ja, das Event war jetzt auf jeden Fall, das hätte man jetzt neu angefangen, wäre das jetzt genau der Zeitpunkt gewesen, dann hätte man sich direkt ein 5-5er-Ei farmen können. Voll. Speaking with Mickey. Ach da, okay. Und was ist das hier? Also hier. Bombe, Bombe, Bombe. Dum, dum, die Bomben sind dafür da, dass man zum Center und wieder zurückkommt. Hab ich. Ach, da hinten so. Ja, das hier ist nur Channel 2, auf Channel 1 sind doppelt so viele oder dreimal so viele Shops. Und das ist fast unmöglich, dass da siehst du echt nichts mehr. Was kriegen wir denn hier? Eine Uniform. Und hier nochmal eine Bombe. Ah, nach Western Village. Ich vertraue, dass du weißt, dass ich wer ich bin, dachte er, glaube ich, hier. Ja, ich bearbeite den Konflikt mit den Digimons, richtig. Da ich bin ja im Englischen nicht so sprachlich bewandert, daher spare ich mir das einfach immer und ziehe mir nur die Sachen raus, die ich brauche, um das zu verstehen, aber nicht um es 1:1 zu übersetzen, sage ich mal. Ne? Also die Bomben sind dafür da, dass man in die einzelnen Bezirke reisen kann. Kann ich mal hier an einer zeigen, zum Beispiel hier kann man nach Snow Village und hier wieder zurück hierhin. Damit kann man auch zurück hierhin und damit kann man nach Western Village. Ich muss ja mal gucken hier, ey. Alter, hier ist ausgerüstet oder was? Ja, wahrhaftig. Das Uniform. Das Uniform. Nein, ich bin immer noch ein Indianerjunge. Sehr schön. Will doch gar nichts anderes werden. Achso, er will, dass ich hier rüber gehe. Das ist die Zugstation. Und mit diesen Zugstationen kann ich dann ins nächste Gebiet reisen. Ist wahrscheinlich auch das, was du mir auch erzählt. Ja, genau, du möchtest, dass ich da reingehe. Wir möchten aber doch... Ja, nee, doch. Ja. Ich habe so viel Scheiß dabei. Ich muss eigentlich mal mein Lager und mein Inventar vergrößern. Aber... Dafür habe ich irgendwie nicht so das, ja, das Geld schon, ich spare nur aktuell ein bisschen auf andere Sachen. So, die Kollegin, die hier verlinkt ist, möchte, dass ich da runterlaufe. Wenn ich da ankomme, ändert sich das Bild oder verschwindet wahrscheinlich. Dö, zack. Ja, und sie möchte, dass wir da wahrscheinlich... Nee. Nee, wir wollen nicht nach Snow Village. Wir sind ja nicht blöd. Wir wollen nach Western Village. Wir möchten einfach die ganze Quest von vorne bis hinten hindurch machen. Richtig. Und zwar geht man dann hier rein. Da hinten hat man, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, das kostet 20 M. Deswegen habe ich mir die Bomben mal damals gekauft, als jemand die da verkauft hat. Und wir gehen nach Western Village. Wir brauchen die Bomben eigentlich nicht. Das ist... Ja, wenn man jetzt 3 Minuten weniger Zeit investieren möchte, kann man das machen. So, hier sind wir in Western Village, das ist die Startstadt.
Und hier starten wir mit der Startquest. Schließen mal unser Inventar. Und die Startquest bedeutet, wir haben Probleme an der Station mit Woodmon und Togemon. Yes. Und was sagt er? Ein menschliches Kind. Gosh. Ich weiß nicht. Oh, du hast ein Bild? Natürlich habe ich ein Bild. Das habe ich gerade mitgenommen. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. Können wir hier... Hä, wie soll ich denn... Ach so, das ist zurück. Da kann ich einen verkaufen. Also... Das hier ist krass. Aktuell gibt es hier irgendwie 100 Millionen Channel. Die... Meine Server ist am Buggen oder so. Kann aber auch nichts wegschmeißen. Das ist alles Zeug, was ich eigentlich benötige oder was ich benutzen kann. Nicht mal Bosskarten, also ich, die bei denen hier ist halt, da kommen die Dinger hier raus und damit kann man sich dann halt Sachen erscannen. Fruit of Genesis oder Overload oder so. Naja. Gut. Quest haben wir angenommen. Wir müssen kloppen Woodmon und Togemon. Die sind hier. Machen wir dann auch direkt. Die sind super grau, weil ich ja also schon so hoch bin im Level. Aber jetzt auf den Sternwechsel. Er kloppt den halt direkt. Das Fell vom Körper. Die Rinde vom Stamm. Den Saft aus den Ästen. Togemon da hinten. Togemon ist ein kleiner Kaktus mit Handschuhen, Boxhandschuhen. Ja, krass. Ja, man sollte eigentlich mit dem Digimon alles durchquesten und dann auch alles mitnehmen. Und dann ist man irgendwann Level 40 oder 45 und hat dann einen 75er, 80er Digimon. Ja. Und dann denkt man sich, ach nee, ich hätte doch lieber gerne ein anderes Digimon, weil das ist doch sowieso doof, ja. Hä, ich brauche noch ein Togemon, was soll das denn? Wieso sagt mir denn keiner? Ja, einfach von Anfang an gedacht, ich queste dann nicht, das ist mir jetzt am Start, weiß nicht. Wobei, ja, vielleicht hätte ich ja dann schon zum Beispiel mein erstes Digimon fertig. Eigentlich fertig mit Sicherheit nicht, aber man hätte es dann schon, aber man levelt das sowieso mit innerhalb von einer Stunde auf 40 und dann ist sowieso, dann überlegt man sich, und jetzt will man dann wirklich das Digimon haben, vor allem weil die Start-Digimons nicht eben die sind, die man will, ja, sondern fährt man erst auf das, was man haben möchte oder auf eins, was wirklich gut genug ist. So, dementsprechend haben wir hier, glaube ich... Ah, können wir da oben zum Dungeon? Der ist ja auf dem Weg, dann gucken wir da auch gleich mal rein. Wir sind auf jeden Fall hier in der Stadt jetzt anscheinend fertig. Da war auch, ich weiß nicht, ob ich da vorher schon mal zwei gemacht habe oder so. Wir laufen einfach immer weiter, bis wir durch sind. Die Welt ist ja groß genug. Ja. Das sehen wir aber im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, Leute.